Schweizerischer Landessender Beromünster. Der Mittwoch ist immer unser Radio Beromünster Hörspieltag. Sie hören jeweils Produktionen von Wetz und Rolli Huber. Rolli, wir sind hier in der katholischen Kirche. Hast du da mit dieser Kirche auch schon Berührung gehabt als Kind, oder? Nein, als Oberkirche war ich als Kind nie hier, aber ich hatte eine große Berührung. Einer meiner besten Freunde, der Hans Zust, als er gestorben ist, hat die Familie mich gefragt, ob ich hier so quasi den Nachruf machen könnte. Die Kirche war voll, mehr als voll. Da durften die Menschen sogar noch stehen und mussten nicht sitzen, ohne Maske. Und das hat mich am Schluss so berührt, dass ich da Tränen aufgelöst auf der Kanzel gestanden bin. Und das ist etwas Eindrückliches. Ich werde diese Kirche nie mehr vergessen. Du weißt, dass Hans Zust in meinem Leben eine Rolle gespielt hat? Das weiß ich nicht. Ja. Der war bei Jarecker AG in diesem Zusammenhang. Ja, und in diesem Zusammenhang waren der Vater Jarecker, der alte Hans, und er waren zusammen Finanzchef, der Bachhofner. Nein, nicht der Bachhofner, ja, den habe ich auch gekannt, aber es war ein Bauführer noch von Zursee, der Manni. Der Manni war ganz bekannt, hat später noch die Schürfag gegründet. Genau, und die beiden Zust, oder? Zust und Jarecker. Die beiden Hans, wollte ich sagen, die waren bei uns zu Hause mit Kaffee Zwetschge oft abgestürzt. Das war üblich im Zielfeldlöchli. Und dann musste dann die Jobchatterer, die Frau von Hans Jarecker, musste dann alle abholen kommen am Schluss. Ja, das war das Mareli. Und manchmal war das Mareli nicht mehr wach zu kriegen. Und dann ist meine Mutter gefahren, aber da sie auch selber ein bisschen viel Alkohol hatte, gab es die Situation, dass dann Franz gefahren ist, mein ältester Bruder. Ja. Aber der hatte schon das Billett. Nein, aber der konnte gut Auto fahren. Ganz sicher, damals war es nicht so wichtig. Rolli, wir stehen vor der Krippe, wir haben Weihnachten. Im Hintergrund hören wir eine Flöte. Es wird hier eine Probe gemacht, offensichtlich. Die Orgel kommt. Es wird hier etwas eingerichtet. Es ist richtig aufgebaut mit Technik. Sehr viel Veranstaltungstechnik, ja. Genau. Also hier stehen wir vor der Krippe und wir sehen hier eine... Hallo, das ist der... Der Sakristan. Sakristan, ja. Wir müssen den Seppi fragen, soll ich Seppi? Aber Seppi, ist Weihnacht für dich als Sakristan der Kirche hier in Zursee etwas Spezielles? Immer, alle Jahre, ja. Speziell, sehr schöne Zeit, sehr strenge Zeit. Ich sage immer, die Adventszeit ist die strengste Zeit für mich. Die Fastenzeit, das beginnt am hohen Donnerstagabend, macht Schwupp und dann ist es Ostern. Ja. Und bei der Adventszeit beginnt am ersten Advent. Das war dieses Jahr schon im November. Und dann ist immer irgendwas los. Rorate-Gottesdienste, Konzerte. Also Krippe, was ist das für eine riesige Veranstaltungstechnik, die hier aufgebaut wird? Das ist für Männerchor. Männerchor hat Konzert am 26. Dezember, Stephanstag 16 Uhr. Gibt es da noch Tickets? Die haben heute auch keine Tickets. Man kann einfach kommen. Du kannst auch so kommen. Das ist nicht unbedingt Tickets. Nein, es ist ein Zertifikat, einfach 2G. Ja, genau. Wir haben heute Abend Probe und ja. Und warum haben wir so viel... Mauensee muss die ganze Beleuchtung, man kann ja nicht singen ohne Beleuchtung. Klar. Aha, das ist eine große Beleuchtung. Und das ist nicht die Jodelclub, die auswendig singende Männerchor muss die haben, den Text Schauen. Lesen. Ja, aber wie ist das, wird das aufgenommen? Gibt es eine CD oder... Weißt du nicht. Seppi, du hast die Krippe hier aufgebaut. Ja, genau. Das machst du als Sakristan. Ich habe immer Hilfe, zwei Jungs von Brandy. Und Purimeter, oder wie heißt der? Puripeter. Er hilft auch, ja. Er ist jeweils Bauchef, ja. Ja, was. Peter weiß, wie sie zusammenkommt und darum passt sie dieses Jahr nicht so richtig.
Aha, ja, 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 ich weiß nicht, manchmal, das ist, das ja. Dieses Jahr wollte es einfach nicht wirklich passen. Das ist Klimawandel, Erosion. Das ist so und ein bisschen Corona noch. Vielleicht auch ein bisschen Corona. Aber ich habe jetzt eine Frage, wenn ihr schon sagt. Ja, genau. Wie viele Kilo Sand ist das? Das ist, wenn man, jetzt sieht man nur die Oberfläche, also aber es hat schon noch, es hat schon noch, ja, 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 das sind schnell, genau. 4 Garetten Sand, das sind schnell 4 Kubik Sand. Das ist Kubik, keine Ahnung. Ja, ein Meter mal ein Meter. 500 Kilo Sand, ja, ja. Wir machen hier eine Aufnahme von Radio Berlmünster. Ja, wir machen immer da ein bisschen Hörspiele, gehen ein bisschen unterwegs, was genau passiert. Heute ist einfach die Idee gewesen, ein bisschen Weihnachten, und wenn wir vielleicht einen Schritt näher noch zum Christkind da. Ja, der Junior, der ist noch im Schrank. Genau, genau, zum Christkind kommen. Christkind kommt, das war Hilda Joos war vorhin hier, die berühmte Sängerin. Operettensängerin, genau. Und wollte den Großkindern die Krippe zeigen, sagen, ja, jetzt ist es am 24. Ja, genau. Am Mittag ist der, kommt genau. Der Junior, ja. Also kommt das Christkindkind. 11:11 kam das, glaube ich. Ja, genau. 11:11? Ja. Nein, ich weiß nicht. Nein, nicht unbedingt. Nein, muss es 11:11 sein, nicht die Fasnachtsröffnung. Ja. Du hast diese Arbeit, machst du schon sehr viele Jahre. 21 Jahre. Und wenn man so lang irgendwo arbeitet, mir kann nicht gekündigt werden. Weil Sklaven müssen verkauft werden. Ja. Ich habe in den 21 Jahren sehr viel erlebt. Und ich kann jetzt so sagen, wir, Dr. Walter Bühlmann und ich sind diejenigen, die am längsten dabei sind. Ja. Also ich habe letzte Mal so in den letzten 21 Jahren bin ich auf ca. 70 Personen gekommen. Durchlauf. Ja, in dieser Zeit. Ja, ja. Und Bühlmann ist immer noch parat. Ja, Walter Bühlmann hat mal wieder einen Krebsausbruch gehabt. Ja, schade. Er ist ein unglaublich. Chemo, aber er ist ein unmöglicher Kämpfer. Also wenn du Walter Bühlmann fragst, wie geht's dir, ihm geht's immer gut. Ja, ja. Den hörst du nie jammern. Das positive Denken. Und ich bin immer erstaunt, der nimmt eher das Velo für irgendeinen als er sollte nicht. Also das ist unglaublich. Ich habe mit ihm schon oft das Vergnügen gehabt zu diskutieren. Es ist ein blitzgescheiter Mensch. Herrlich ist, wenn die Kleriker zusammen sind und dann zum Beispiel der Gerold Beck. Und der Walter Bühlmann. Der Walter Bühlmann ist der Zöli und der Deck ist der Tief. Und wenn dann der Gerold irgendwas behauptet, wo der Walter das Gefühl hat, das stimmt nicht, das sind Kleriker-Diskussionen. Ja, da kann Beck auch so laut werden, der Bühlmann auch so laut werden wie Beck normal. Nein, der Walter ist immer sehr sachlich und Gerold ist der. Ja, das ist klar. Das ist auch der Gerold. Gut, es ist natürlich ein riesiges Wissen dieser Herren, oder? Ja, nein, ich habe einmal diskutiert, auch mit Beck, es ist natürlich immer auch, es wird natürlich unterschätzt, diese Wissenschaft, die sie seit Jahren studieren, wenn ich denke, viele, die lassen sich mit 65 pensionieren und unsere Herren, Walter Bühlmann, Thomas Müller, Gerold Beck, alle, Gerold Beck 86, Walter Bühlmann 82, der Thomas Müller auch 82, Josef Manig 70. Und jetzt geht Gerold weg in Mariezell. Jetzt muss man schauen, wie werden die Gossen so. Ja. Hey, alle unsere alten Herren sind eingeteilt. Ja. Immer so, immer. Die haben wirklich, die müssen arbeiten, dass die Kirche funktioniert. Ja, und das ist nicht ein, für sie, das ist noch eine Generation, für sie ist das nicht ein Beruf, sondern eine Berufung. Ja. Und die sind wie auf einer Mission unterwegs bis ans Leben. Bis sie irgendwo mit einem voran zum Haus raus haben. Genau. Nein, es ist schön. Also ich genieße es, obwohl es ist sehr, sehr streng jetzt, aber es ist immer irgendwo ein 30. Dezember geworden. Ja, das ist so. Also ich denke, du hast einfach Thomas Müller hat das auch schon gesagt im Zusammenhang mit der Osterzeit. Es ist noch immer Ostern oben geworden. Da gibt es wieder Zeiten, wo nicht viel los ist, kann man ein wenig. Die Kirche wurde ja seit Mutisi zum letzten Mal renoviert. 85, 87. Und wie denkst du, der Zustand, müsste man jetzt unbedingt, wieder etwas machen? Unbedingt. Wir haben die letzten Jahre jetzt sicher 4-5 Jahre Rückstellungen gemacht. Für eine Innenrenovation. Ja. Wobei, das wird noch einen Moment dauern, bis das soweit ist.
Die Kirche ist in Verwandlung. Brauchen wir wirklich noch so viele Sitzplätze? Sitzplätze? Kann man den Altarraum irgendwo verlängern, runternehmen? So. Und trotzdem muss ja schlussendlich der Stil der Kirche. Ja, das ist auch, das sind natürlich die Denkmalpfleger, die dann wieder irgendwo. Also ich man schimpft immer über die Denkmalpfleger. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass sie Altes und so. Schauen, dass da nicht irgendwo gepusht wird. Also es gibt ein Projekt von Wetz, ein Kirchenprojekt, das wir eines Tages noch durchführen möchten. Mit Werner Mattis habe ich das vor allem sehr oft diskutiert. Das ist, dass wir eigentlich ein Höhengleich machen möchten. Das heißt, die ganze Kirche wird auf die Anhöhe der Bänke, kommen Balken rein, und nachher ein Wetzparkett, also ein Parkettboden. Genau. Und oben ist auf Altarhöhe. Und nachher müssen alle Leute ihre Sitzgelegenheiten selber mitbringen. Der eine wird zum Beispiel ein Polsterstuhl, der andere das. Die mussten die Kirche nachher vorstellen, dass wir wie eine Stufe höher, näher bei Jesus sind, unter der Decke. Und durch das eine ganz andere Stimmung ergibt. Genau. Du darfst nichts vergessen, wir haben noch viele ältere Leute. Und dann es wird schwierig, aber für das habe ich ja da einen Kran. Und Nein, ich habe ja natürlich daran gedacht, dass alles behindertengerecht wird. Ja. Es gibt ein Problem. Das ist das Problem der Beerdigungen. Da ist die Kirche manchmal noch richtig voll, oder? Ja, es kommt drauf an. Ja, es ist gut, die letzte Zeit sowieso Corona. Also, ob die Leute jetzt nicht mehr in die Kirche kommen wegen Corona, weil sie A, kein Zertifikat haben und B, sich das nicht antun wollen mit Zertifikat, so. Aber wir haben natürlich schon, weißt du, es ist tragisch, Sonntagsgottesdienste, Sonntagsvormittagsgottesdienste mit nicht 100 Leuten. Ja. Unvorstellbar vor 3-4 Jahren, oder? Ja. Selbst die Albaner, die albanische Mission, die kommen immer am ersten und am dritten Sonntag. Die haben früher Pumpe voll. Und heute, sie waren am Sonntag da. Ich habe so über den Daumen rund 100 Leute. Ja. Auf der anderen Seite wieder Kantikor und Orchesterkonzert am letzten Mittwochabend, Pumpe voll. Ja. 700 Leute, Pumpe voll. Unglaublich. Und dann haben wir Mittwochsgottesdienste da in der Kapelle drüben. Der Zelebrant, der Organist, der Sakristan und 5 Leute. Ja, es ist ein Glück für uns, Rolli. Wir haben einen Sakristan voller Energie angetroffen. Im hohen Alter. Dankeschön. Wie sagt man da, wenn man solche Kollegen hat, brauchst du keine Feinde. Genau, also es ist so, vom Alter her näher mein Gott zu dir. Ja, das ist so, ja. Also circa 2 Jahre und 2 Jahre und 97 Tage. Sepp, ich kann das schon einordnen, wie ich das gemeint habe. Look, mein Credo, Gott zur Ehre, der Gemeinde zur Freude und mir zum Heile. Seit 21 Jahren und seit 10 Jahren habe ich immer ein Kreuz im Sack. Sicher? Immer. Ja. Ich gehe nicht aus dem Haus raus, wenn das Kreuz nicht im Hosensack ist. Und ich habe schon viele Male, wenn es schwierig war, so jetzt, das Kreuz in die Hand genommen und gesagt, so jetzt musst du helfen. Und das musst du helfen. Und das hat mir immer geholfen. Seppi, das ist ein Schlusswort von unserem Hörspiel. Ich glaube, wir haben unsere Sache gemacht, Rolli. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. Es ging heute ganz einfach. Heute ging es wirklich ganz einfach, genau. Ja. Wir könnten vielleicht noch je einen Weihnachtswunsch äußern. Ich sage, ich wünsche mir eine ganze Menge mehr Frieden auf dieser Welt. Und du sagst, Rolli? Ich wünsche mir trotz dieser Zeit, dass die Menschen die Gelassenheit leben. Genau. Gelassenheit, Frieden und einander respektieren. Und ich wünschte mir auch in der Kirche manchmal ein bisschen mehr Wertschätzung. So, einfach die Wertschätzung gegenüber von uns, so, das fehlt manchmal ein wenig. Aber Gott zur Ehre der Gemeinde, zur Freude, mir zum Heilen.